Hallo, in diesem Video erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du einfach und schnell eine Decke streichen kannst. Im Neubau hast du wahrscheinlich Gipskartonplatten als Untergrund. Diese musst du vor dem Streichen erst einmal spachteln, schleifen und grundieren. Wenn du direkt auf die glatten Gipskartonflächen streichen möchtest, dann muss die Oberfläche mindestens der Qualitätsstufe 3 entsprechen. Was das bedeutet, kannst du in unserer Beschreibung nachlesen. Nicht ganz so aufwendig ist das Spachteln, wenn du die Decke mit Malerflies tapezierst. Welche Vorteile das zusätzlich hat und wie es geht, erklären wir in einem eigenen Video. Den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Das Malerflies ist bereits weiß grundiert. Das hat einen großen Vorteil, denn wenn du die Decke weiß streichen möchtest, reicht auf diesem Untergrund in der Regel ein Anstrich. Vorausgesetzt, du verwendest eine hochwertige, gut deckende Innenfarbe. Aber egal, ob du eine grundierte Gipskartondecke, ein Malervlies oder Rauffaser streichen möchtest, die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Fangen wir also an. Beginnen wir mit dem Werkzeug. Zum Mischen und Anrühren der Farbe brauchst du einen Eimer Wasser, einen Schwamm, ein Rührholz, einen leeren Farbeimer, ein Abstreifgitter und am besten einen Akkuschrauber mit einem speziellen Farbrührer. Zum Streichen benötigst du einen großen und einen mittleren Heizkörperpinsel, einen kleinen Flachpinsel und eine kleine Lammfellrolle. Für die große Fläche verwende eine Lammfellrolle. Achte da auf Qualität. Billige Rollen fusseln. Diese Fusseln hast du dann in der Farbe und an der Decke. Das brauchst du nicht. Also weg damit. Diese Walze ist viel besser. Die fusselt nicht. Außerdem hat sie einen kurzen Flor und ist deshalb ideal zum Streichen von glatten oder leicht rauen Untergründen, wie Gipskarton, Malervlies, glatten Altanstrichen oder Rauffasertapeten. Durch den kurzen Flor erhält man eine glatte, höchstens leicht strukturierte Oberfläche, also genau das, was du haben willst. Solche langflorige Lammfellrollen sind eher für raue Fassadenflächen und grobe Putze geeignet. Wenn nichts anderes zur Hand ist, kannst du damit sicher auch Rauffasertapeten oder grobe Strukturtapeten streichen. Aber bitte keine glatten Untergründe, sonst entstehen Strukturen, wo keine sein sollen. Fusseln dürfen die Walzen natürlich auch nicht. Wenn du deine Lammfellwalzen nach Gebrauch gut reinigst und zum Trocknen und Aufbewahren aufhängst, wirst du lange Freude daran haben, wie dieses Exemplar zeigt. Aber dazu später mehr. Speziell für das Streichen von Decken brauchst du noch eine Verlängerungsstange. Damit kannst du ohne Leiter arbeiten. Das ist sicherer und es geht schneller. Nun zur Farbe. Wenn von Wandfarben oder allgemein von Innenfarben die Rede ist, sind meistens Dispersionsfarben gemeint. Andere Farben wie Kalk- oder Silikatfarben spielen beim Streichen von Decken und Wänden eine untergeordnete Rolle. Die beste Wand- oder Deckenfarbe gibt es leider nicht. Es gibt einige hervorragende, viele gute und leider noch mehr schlechte Innenfarben. Wie kann man sie unterscheiden und worauf sollte man beim Kauf einer Wandfarbe achten? Ein wichtiges Kriterium ist die Deckkraft. Sie bestimmt, wie gut die Farbe den Untergrund und damit auch Farbunterschiede abdeckt. Die Deckkraft wird durch die Qualität der enthaltenen Pigmente beeinflusst. Insofern gilt die Faustformel: je teurer die Farbe, desto besser die Qualität. Die Einteilung erfolgt in die Klassen 1 bis 4, wobei die Klasse 1 die höchste Deckkraft aufweist. Ebenso wichtig wie das Deckvermögen ist die Nassabriebklasse der Farbe. Sie gibt in Stufen von 1 bis 5 an, wie widerstandsfähig der getrocknete Farbfilm später ist. Bei der höchsten Qualitätsstufe, der Klasse 1, ist auch bei intensiver Bearbeitung kein Abrieb auf der Oberfläche feststellbar. Andere Bezeichnungen in diesem Zusammenhang sind scheuerbeständig, waschbeständig oder wischbeständig. Auch die Ergiebigkeit einer Farbe lässt Rückschlüsse auf ihre Qualität zu. Ein 10-Liter-Eimer Innenfarbe reicht in der Regel für einen Anstrich von 65 bis 85 Quadratmetern. Auch dies ist eine Faustformel. Je höher die Ergiebigkeit, desto besser die Qualität des Bindemittels, also der Farbe. Wie wohngesund und umweltfreundlich eine Farbe ist, zeigen Symbole auf dem Eimer. Bekannt ist der blaue Engel. Das Gütesiegel des Bundesumweltministeriums schränkt zum einen die Verwendung schädlicher Konservierungsstoffe ein und garantiert zum anderen, dass notwendige Warnsymbole auf den Farbeimern aufgedruckt sind. Andere Symbole tragen die Abkürzung ELF. Dies steht für emissionsarm, lösemittelfrei und weichmacherfrei. Diese Symbole, die von Hersteller zu Hersteller variieren, weisen darauf hin, dass es sich bei der Farbe um ein besonders umwelt- und gesundheitsverträgliches Produkt handelt.
Doch genug der Theorie. Rühren wir die Farbe an. Dass sich das weiße Farbpigment mit der Zeit absetzt und sich das hier gelblich schimmernde Bindemittel an der Oberfläche sammelt, ist ganz normal. Deshalb muss jede Farbe vor dem Streichen gut aufgerührt werden. Verwende dazu ein Rührgerät oder einen Akkuschrauber mit Rührwerk. Rühre so lange, bis sich Bindemittel und Pigmente gut vermischt haben. In der Regel ist die Farbe zu dickflüssig und muss vor dem Streichen mit kaltem Wasser verdünnt werden. Die Hersteller machen dazu unterschiedliche Angaben, aber in der Regel kannst du 5% Wasser zugeben. Jetzt kannst du den Rührstab mit Wasser reinigen. Fülle nun etwas Farbe in einen Eimer und verdünne sie noch ein wenig. Dann lässt sie sich besser mit dem Pinsel auftragen. Mit dieser Farbe streichst du den Rand der Decke vor. Feuchte die Lammfellrolle etwas mit Wasser an, damit die Farbe nicht gleich auftrocknet. Nun streichst du mit der kleinen Rolle den Rand. Mit dem Pinsel kannst du die Ecken und Kanten nacharbeiten. Achte darauf, dass du nicht zu weit in die Wand hineinstreichst. Der weiße Rand könnte später durch die Tapete durchscheinen. Die Lammfellrolle tauchst du nicht einfach in den Farbeimer, weil sie sonst zu sehr tropfen würde. Verwende stattdessen das Abstreifgitter. Nun kannst du die Fläche streichen. Beginne an der Fensterwand und führe die Rolle vom Fenster weg. Wenn der Raum zwei Fenster hat, ist die hellere Seite, meistens die Südseite, entscheidend. Trage die Farbe satt auf. Arbeite zügig, nass in nass, sodass keine Ansätze entstehen. Jetzt kannst du die Farbe quer verteilen. So wird sie noch gleichmäßiger. Mit dem Verlängerungsstab geht das ganz leicht. Ist tatsächlich eine Fussel in der Decke? Dann entferne sie am besten sofort. So, und jetzt noch einmal der Länge nach, vom Fenster weg, ein dritter Kreuzgang, ohne die Rolle noch einmal in die Farbe getaucht zu haben. Arbeite zügig weiter, halte die Fenster während des Streichens geschlossen, damit die Farbe nicht zu schnell trocknet. Verteile die Farbe wieder einmal quer und dann wieder längs. So streichst du die Fläche dreimal nass in nass. Diesen Vorgang wiederholst du, bis die ganze Decke gestrichen ist. Zum Schluss überprüfst du die Decke im Gegenlicht auf Fehlstellen. Alles getroffen? Perfekt! Jetzt musst du nur noch warten, bis die Deckenfarbe gleichmäßig getrocknet ist. Je nach Witterung kann das einige Stunden dauern. Diese Zeit kannst du sinnvoll nutzen, indem du, am besten sofort, Farbspritzer von den angrenzenden Wandflächen entfernst. Wenn du heute nicht mehr streichen willst, solltest du jetzt die Werkzeuge reinigen und pflegen. Reinige den Stiel der Lammfellrolle mit einem feuchten Schwamm. Dann tauchst du die Lammfellrolle in die Farbe und streichst sie am Abstreifgitter ab, als ob du gleich weiter streichen wolltest. Stattdessen steckst du die Rolle in eine Rollerbox. Diese verschließt du luftdicht mit dem Deckel. So ist die Rolle gut versorgt, ohne dass du sie auswaschen musst. Das schont die Umwelt und spart dir viel Zeit. 1 bis 2 Tage kannst du die Walze so problemlos aufbewahren, ohne dass die Farbe eintrocknet. Du hast gerade keine Rollerbox zur Hand? Kein Problem. Abdeck- oder Frischhaltefolie tut es auch. Einfach die Walze darin einwickeln. Fertig. Reinige auch den Farbeimer und verschließe ihn luftdicht. Dann bleibt die Farbe lange frisch und du kannst schon bald die nächste Decke streichen. So streichst du die Decke wie ein Profi. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.